Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ihr habt ja vor einigen Videos schon gesehen, wie wir den Schrank hier oben aufgeräumt haben. Also aussortiert und neu eingeräumt und bestückt mit diesen Glasdosen und sowas. Und sauber gemacht. Und entsprechend sauber gemacht, ja. Im Zuge dessen ist jetzt auch noch der Schrank dran, weil da sieht es innen nicht viel besser aus. Jedenfalls würde ich damit jetzt anfangen, die erstmal auszupacken und dann gleich zu rein, einmal durchspülen und dann die ersten Gewürze reinfüllen. Ja, und beschriften. Ja. Und beschriften, stimmt, wir haben ja diese coolen Kreidetafel artigen Aufkleber. Das ist wie Mr. Bean im Truthahn. Wahrscheinlich gerade eben im Zeitraffer gesehen habt, hat Hanna die ganzen Zettelchen beschriftet und ich die Gläser eben abgewaschen. Und die werde ich jetzt nach und nach bekleben. Schrank und ich zeige euch erstmal ganz kurz, wie der so grob aussieht, also innen drin. Da ist nämlich, ich stehe jetzt ein bisschen davor, auch nicht so die Ordnung. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen was mir schon überlegt, aber das meiste fällt einem eh ein, während man dann umräumt und so. Deswegen räume ich den jetzt erstmal komplett aus, mache ihn sauber. Ich habe mir bereits einen Lappen und ein Reiniger geholt und ja, räumen den erstmal komplett aus. Sortieren mussten die Gewürze, weil die ja wie gesagt oder wie ihr auch gesehen habt schon sortiert sind. Deswegen räume ich die jetzt erstmal als erstes ein, weil hier unten steht so viel Zeug, also in dem Schrank war so viel drin, dass ich hier unten dann mehr Platz habe, wenn die Gewürze da schön drin sind. Und ich werde die so reinstellen, dass die vordersten die sind, die man am häufigsten braucht. Wobei wir auch generell nicht allzu viel Gewürze haben, weil wir halt immer dieselben sozusagen verwenden. Genau, aber das seht ihr jetzt erstmal, wie ich die einräume und dann zeige ich euch das auch mal aus der Nähe, beziehungsweise ganz am Ende seht ihr es ja dann auch. Und ich finde das eigentlich sehr schön, so mit diesen Glasgefäßen, das ist ein bisschen so wie drüben mit den Glasboxen für Mehl und sowas.
ganzen Tüten, weil die bis jetzt halt immer nur so da lagen und ich immer alle rausgenommen habe und dann geguckt habe und so. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich da gerne irgendwas dafür hätte, wo man die so reinstellen kann. Und ich werde dann gleich mal gucken, ob ich da noch was finde im Keller. Deswegen werde ich die jetzt erstmal hier so da lassen und hoffe dann da noch was zu finden. Genau, und dann sortiere ich jetzt hier erstmal das ganze Backzeug, weil wir haben 3 Schüsseln voller so Streusel und sowas. Und das wollte ich mal so ein bisschen sortieren. Große Schüssel, da drin seht ihr jetzt hier die Muffinförmchen, eine Reibe, noch eine Reibe und sowas, wo man halt echt nicht so oft ran muss. Dann haben wir hier diesen coolen Retro, und der ist wirklich alt, Organizer mit so Backpulver, Vanillezucker, Lebkuchengewürz, Tortenguss, Natron, was auch immer. Genau, dann haben wir jetzt hier die Backabteilung, diese 2 Schüsseln, gefüllt mit einmal hier sind so Streusel, Schokostreusel, Smarties und so weiter. Hier hinten sind noch Sachen, wo wir selten ran müssen, so Zuckervorrat sozusagen und so. Genau, und hier sind dann Lebensmittelfarben, also hier vorne. Dann haben wir hier noch eine Kuvertüre und ja, Gelatine, dann so eine Creme und was ist das hier noch? Ach, Pudding. Genau, das ist hier so die Backabteilung, kann man sich jeweils so rausnehmen. Genau, und hier links sind dann so Frischhaltefolie und so sieht er ja auch selbst. So, und der Schrank ist fast fertig. Also, hier rechts sind unsere Brotbüchsen mit jeweils Deckel und allem. Und hier links sind so Flaschen und sowas. Das lag hier halt einfach ganz wildlose rum. Deswegen sah das zu viel aus. Jetzt geht es tatsächlich. Genau, ansonsten habe ich jetzt hier oben das hier noch reingestellt. Und hier ist trotzdem noch genug Platz für diesen Organizer gleich. Genau, und ansonsten hier haben wir jetzt eine Dreierreihe und da hinten die anderen Gewürze noch ein bisschen vorgeschoben. Genau, soweit. Dann gehe ich jetzt erstmal in den Keller und hole mal den Organizer. Und jetzt sind wir soweit eigentlich auch fertig. Das ist dieser Organizer, ich zeige ihn euch mal hier. Der hat zum Kühlschrank gehört. Genau, und da habe ich jetzt hier rechts die ganzen Tüten und hier links die Nudeln. Und somit sind wir eigentlich, ich versuche euch das nochmal zum Überblick zu zeigen von hier unten, fertig. Und ich finde es eigentlich sehr schön, vor allem am meisten freue ich mich, glaube ich, hier drüber und darüber. Der Rest ist ja eh nur einfach ein bisschen aufgeräumt und aussortiert. Dann hoffen wir, hat euch das Video gefallen und wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr es euch gerne nochmal anschauen. Wir verlinken das unten drunter und wenn ihr Interesse an noch so anderen, ich sag mal, ja, Sortierungs-, Organisations-, Aufräumvideos habt, dann könnt ihr gerne das in den Kommentaren hinterlassen. Wir haben auch schon ein Kühlschrank-Video, also wo wir den Kühlschrank sauber gemacht haben, aufgeräumt haben und ein bisschen so sortiert haben, auch mit solchen Boxen und sowas, haben wir auch schon gedreht, verlinken wir auch unten drunter und dann ja, könnt ihr euch das gerne anschauen, wenn ihr es noch nicht angeschaut habt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder.